Hey Leute, da habe ich einen schönen Trafo. Den habe ich auch von einem YouTuber geschickt bekommen. Und zwar der hat hier eine Wicklung, eine 200 Volt Wicklung. Leider keine 230 Volt oder 240 Volt, sondern eine 200 Volt Wicklung. Und auf der anderen Seite hier 8 Volt 170 mA, oder? Genau, plus 8 Volt 170 mA. Dann 9 Volt 170 mA, dann hier 0 Volt 11 Volt mit 230 mA und 15 Volt mit 130 mA, also an sich nicht viel. Und der Trafo ist etwas komisch, sowas habe ich noch nicht gesehen. Hier hat eine Spule, allerdings jetzt einen Kern, ein aufgewickeltes Band außenrum und hier nochmal ein aufgewickeltes Band außenrum. Und hier in der Mitte ist, glaube ich, noch ein Kern durch. Genau, hier ist noch ein Kern durch. Also das ist eigentlich wie ein normaler Trafo. Nur das, was normalerweise komplett massiv außenrum ist, sind zwei Kerne, die aus aufgewickelten Band bestehen. Und nicht jetzt aus M-Kerne oder so, sondern ein aufgewickeltes Magnetband. Dann habe ich den mal von dem Blech auch mal befreit. Sieht jetzt so aus. Dann ist hier noch ein Blech und hier ein Blech. Die beiden Bleche, die mache ich auch mal runter. Ja, okay, da habe ich jetzt den Trafo. Ich habe die beiden Seitenbleche auch noch unten. Hier kann man sehen, das sind einzelne Bleche. Also hier der längs. Einfach durch die Spule durchgesteckt. Da haben wir die 200 Volt Wicklung. Die ist ganz innen hier. Ich glaube, kann man vielleicht auch ein bisschen den Kupferdraht erkennen. Hier kann man ein bisschen den Kupferdraht erkennen, wie der direkt innen gewickelt ist. Die 200 Volt Wicklung ist ganz innen. Und die anderen Wicklungen sind dann außen hier. Wie die da und die da. Und die da genau, da sieht man es gut. Sieht man in der Mitte hier die Kupferwicklung da. Direkt in der mittleren Kern die 200 Volt Wicklung. Und da außen dann die anderen Wicklungen. Interessant ist halt echt, also einmal das Ganze ist halt mit so massiver Gossenhals, dass es fest ist. Ich denke, dass es nicht brummt und so. Dass hier einfach nur ein Blechpaket durch die Spule und das Magnetfeld dann über so ein Schnittbandkern, also über so einen Blechstreifen, dann geschlossen ist. Und die sind hier noch punktverschweißt irgendwo. Genau, da ist es punktverschweißt. Also einfach nur ein Eisenband aus Weicheisen, dass da mehrmals rumgewickelt ist und hier auch und dann aufgesetzt ist. Das, was der Punkt verschweißt ist, werde ich jetzt auch mal lösen und die Eisenbänder mal abwickeln. Okay, ich habe das Ganze hier abgewickelt. Was bleibt? Ein riesen Haufen Eisenblech. Und was bleibt dann übrig? Hier die Spulen und einen Eisenkern in der Mitte. Eigentlich haben wir jetzt einen Elektromagnet. Da könnte man hier Spannung anlegen oder am besten auf die 200 Volt Wicklung hier Spannung anlegen und man hätte einen Elektromagnet. Aber schon ein schöner Trafo, der dann außen durch so Schnittbandkerne, also durch so Eisen geschlossen wurde. Also das Eisen nicht da oben drauf liegt, sondern außen nebenan und hier auch außen nebenan. Jo. Dann werde ich auf die 200 Volt Wicklung mal 16 Volt drauf lassen und hier ein Stück Eisen daneben legen. Und lasse ich 16 Volt jetzt hier drauf, wird das Eisen angezogen. Ja. Magnet. Ist ja magnetisch. Okay. Mache die 16 Volt wieder weg. Lässt es wieder los. Ich kann es ein bisschen wegtun. Dann 16 Volt drauf und zack. Genau.
Ja. Habe ich aus dem Trafo einen Elektromagnet. Okay.